Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin wieder on Tour. Ich habe aus dem Augenwinkel hier so ein schönes Sonnenblumenfeld entdeckt. Und das möchte ich mir ablichten. Ich habe mir schon ein paar Fotos gemacht, denn eigentlich bin ich schon fast wieder zu spät hier dran. Und ja, ich hätte eigentlich früher hier sein müssen, denn das Licht wird jetzt so langsam hart. Aber ja, deswegen habe ich mir schon ein paar Bildchen gemacht. Einfach mal auf die Schnelle hier rausgesprungen, Fotoapparat in die Hand genommen und hier fotografiert. Ich stelle euch das Feld hier mal auf dem Pocket vor. Ich drehe euch mal rum. Ja, hier ist das gute Stück. Der beste Aufnahmewinkel oder der beste Bildausschnitt, die beste Komposition kriegt man von hier oben hier. Ja, von dort oben kann man am besten fotografieren. Die Sonne ist jetzt direkt hier hinter diesem Baum. Aber hier ist eine Hauptstraße, hier oben sind Schilder, da oben ist ein Haus. Also ich probiere auch hier mal mein Glück. So leicht gegen die Sonne. Ja, das würde ich mir, dieses Bild fertige ich mir jetzt ebenfalls mal an. Aber wie man sieht, absoluter Traum hier, dieses Fältchen. Ich mache mich mal dran am Fotografieren, bevor die Sonne hier noch höher steigt. Und ich würde sagen, ich blende jetzt erstmal 2-3 Bildchen ein. Und ich hoffe, ja, sie gefallen. Ja, dann tatsächlich von hier habe ich mir ein Bildchen mitgenommen. Einmal, wo die Sonne, so ein Sonnenstern hier durchkommt. Dann bin ich mal ein Stückchen weiter, also nicht hier runter, sondern hier am Rand vom Feld hier runter gelaufen. Die Sonne war dann hier oben, ebenfalls mit dem Sonnenstern. Diese beiden Bilder blende ich euch jetzt einfach mal ein. Ja, dann ein Stückchen den Feldrand hier hochgelaufen und dann hier von der Seite mal fotografiert. Aber ja, im Hintergrund ist die Ortschaft. Ja, macht ja nichts, wenn die mit drauf ist. Aber hier drin ziehen dann auch wieder so Strommasten mit durch. Sieht man wahrscheinlich hier schlecht. Kommt natürlich nicht so gut, aber man hat hier keinen Spielraum, um jetzt großartig eine Komposition hier hinzukriegen, weil ich sehe wieder wie immer nichts, weil hier angrenzend, also hier, das ist nur ein ganz schmaler Streifen, diese Sonnenblumen. Gleich dahinter ist eine Wiese und dahinter ist ein
Maisfeld. Und wenn man jetzt hier aus Augenhöhe fotografiert, ja, ich habe die Kamera hier mal angemacht und man sieht, hier hinten ist dieses Maisfeld, wenn ich jetzt höher gehe, hier drin ist ein anderes, also diese Wiese. Und wenn ich will das ja ausblenden, dann muss man einfach mal so ein bisschen hier nach unten gehen, von unten fotografieren und dann, ja, kommt das Ganze wesentlich besser. Mach mal die Kamera wieder aus. Also, ich möchte einfach den Eindruck vermitteln, dass dieser schmale Streifen, das wird das breit sein, 20 Meter, dass das Feld eigentlich unendlich ist. Und nur diese Sonnenblumen zur Geltung kommen. Auch von hier, von diesem Standort, wie ihr jetzt auf der Kamera gesehen habt, habe ich mir mal ein Bild genommen und ich blende euch das Bildchen mal ein. Ja, ich habe mir jetzt auch mal, also ich bin hier wieder Canon R unterwegs, wie immer. Ich habe hier mein 15 bis 30 mm, also super Weitwinkel drauf. Aber ja, auch hier vorne die Sonnenblumen direkt vor mir abzubilden, habe ich mir mal ein Panorama gemacht, also drei Hochkantaufnahmen. Zeige ich euch mal auf der Kamera, wie ich mir das so vorstelle. Bin ich hier überhaupt noch drauf? Ja. Ich schalte die Kamera mal an. Kamera läuft. Also das erste Bild, also ohne Stativ alles, einfach frei aus der Hand. Dann hier vorne runter, dass hier alles vorne drauf ist, nichts abgeschnitten ist. Dann das zweite Bild hier rüber, alles schön überlappen lassen. Dann das dritte Bild hier runter. Man sieht hier ist dann schon wieder der Schatten drin. Und da mache ich die Kamera mal aus. Aber der Vorteil von dieser Geschichte ist, man kann sich das Bild dann wahrscheinlich mal gucken, auf 16 zu 9 zurechtschneiden und mal gucken, wie das dann wirkt. Ja, dann ebenfalls muss ich euch nochmal auf der Kamera vorstellen. Ich schalte die Kamera nochmal an. Wie ich finde, ach, ein Krach hier. Ja, wie ich finde, wenn man jetzt hier nach oben fotografiert, also ich stelle es euch nochmal auf der Kamera vor, und ich habe die Sonnenblumen jetzt, ja, von hinten kommt irgendwie, sieht eigentlich auch gut aus, aber mir gefällt es einfach, wenn man sich jetzt hier dreht, und hat dann die Köpfe von den Sonnenblumen, ja, zu sich gedreht. Also finde ich jetzt eigentlich, mal Kamera aus, finde ich jetzt eigentlich, ja, irgendwie gefällt mir halt einfach irgendwie besser. Aber auch das Bild hoch, also wenn die Köpfe nach oben von einem weg zeigen, ist eigentlich auch nicht schlecht. Gucken wir uns mal an, das Bild. Ich blende es mal ein. Ja, meine Lieben, ich habe mir auch mal ein paar Gegenlichtaufnahmen gemacht von diesen Sonnenblumen mit meiner Sony auf 200 mm und dann mal, ja, diese Blumen separiert
Diese Bildchen stelle ich euch jetzt mal vor. Viel Spaß damit. Ja, ich bin dann hier mal ans Maisfeld gelaufen und dort sind so die Maiskolben aufgeplatzt, also diese Schale außenrum, diese grüne Schale, die sich auch schon verfärbt, die ist aufgeplatzt und innen drin, ja, ist dann diese Mais, diese Frucht zu sehen und die verfärbt sich jetzt im Herbst, also die ist so schön, ja, orange. Geht so in den orangen, leichten Rotton. Da habe ich mir auch mal eine Aufnahme mitgenommen. Würde ich jetzt mal einblenden. Ja, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ein ganz kurzer Fotovlog vom Sonnenblumenfeld. Hat wieder unheimlich Spaß gemacht, hier zu fotografieren. Wie gesagt, ich war unheimlich glücklich, dass diese Sonnenblumen noch hier stehen, dass sie nicht schon abgeerntet haben oder abgemäht, weiß nicht, wie man sagt, ob man die erntet oder einfach abmäht. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch die Bilder gefallen. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video wieder gefällt. Also Wahnsinn, unheimlich, muss ich sagen, wirklich Glück gehabt. Bin sehr zufrieden. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch ein paar schöne, angenehme Tage. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Bildern. Geht raus zum Fotografieren. Denn die schönste oder eine der schönsten Jahreszeiten steht ja noch bevor, der Herbst, wenn sich dann jetzt hier alles verfärbt. Ich habe mir schon ein paar Spots ausgesucht, die ich auch noch im Herbst fotografieren möchte. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, nochmal viel Spaß mit den Bildern, viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao, euer Frankie.